Der Markus von Living Active und heute zum Thema Aimpoint Leuchtpunktvisierung. Wie eben erwähnt, wollen wir uns heute etwas über Aimpoint Leuchtpunktvisiere unterhalten. Ich nutze ein solches Visier auch jagdlich, jedoch nicht in dieser Ausführung, sondern in der Mikroausführung. Die zeige ich euch später aber noch genauer. Bei diesen zwei hier handelt es sich einmal um das Aimpoint Hunter H34S und das Hunter H30S. Beide Visiere haben den 2 MOA Leuchtpunkt und somit den kleinen Leuchtpunkt. Ich empfehle eigentlich immer jagdlich auch wie sportlich den kleinen Punkt, da er einfach weniger vom Ziel verdeckt und somit ein präziseres Schießen ermöglicht. Beim Modell 34 haben wir einen 34 mm Mittelrohrdurchmesser und beim Modell 30 einen 30 mm Mittelrohrdurchmesser. Beim 34er haben wir auch einen etwas größeren Objektivdurchmesser. Ansonsten sind die beiden Visiere baugleich. Um ein solches Visier in Betrieb zu nehmen, müssen wir natürlich eine Batterie einsetzen. Und das geschieht beim Aimpoint über die seitliche Schraubkappe. Diese wird mit Hilfe des mitgelieferten Aimpoint-Schlüssels einfach entfernt. Darunter findet eine handelsübliche 20-32 Knopfzelle Platz. Diese Batterie hält für sage und schreibe 5 Jahre in einem Aimpoint. Wenn ihr also alle 4,5 Jahre eure Batterie wechselt, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass ihr auf der Drückjagd nicht ohne Leuchtpunkt dasteht. Einfach die Batterie mit dem Pluspol nach oben in das Aimpoint einsetzen, nach unten drücken und schon sitzt es dort, wo es hingehört. Dann nehmen wir unsere Schraubkappe und schrauben diese wieder auf. Alle Visiere sind selbstverständlich auch absolut wasserdicht. Also Schnee oder Regen kann einem Aimpoint nichts anhaben. Die Steuerung des Leuchtpunkts geschieht über die Minus- und die Plus-Taste. Drücken wir die Plus-Taste, erscheint unser Leuchtpunkt. Um jetzt die Intensität des Leuchtpunkts zu steuern, können wir auf Minus ihn reduzieren und auf Plus können wir die Intensität erhöhen. Also je nachdem, welche Lichtsituation ihr vorfindet, ihr könnt den Leuchtpunkt perfekt auf eure Bedürfnisse abstimmen. Um das Gerät auszuschalten, müsst ihr einfach die Minus-Taste länger gedrückt halten und der Leuchtpunkt ist aus. Um das Aimpoint einzuschießen, haben wir eine Höhen- und eine Seitenverstellung. Dazu muss einfach die Schraubkappe entfernt werden und schon kommen wir an die Verstellung. Diese hat 2 Löcher und die Schraubkappe hat 2 Zapfen, die in diese eingreifen. Setzen wir diese auf, können wir die Verstellung vornehmen. In der Schraubkappe ist auch ein Pfeil aufgedruckt, der uns anzeigt, in welche Richtung wir verstellen müssen, damit sich unser Kugeleinschlag entsprechend verändert. Auch die Klicks sind glasklar und hier gibt es absolut nichts zu bemängeln. Wie eingangs erwähnt, nutze ich zur Drückjagd eine Browning Bar Selbstladebüchse im Kaliber 3006 Springfield. Ich bin sehr zufrieden mit der Waffe, sie ist sehr zuverlässig und schießt auch sehr präzise. Zur IWA 2017 sind mehrere neue Barmodelle auf den Markt gekommen,
Jetzt auch mit höhenverstellbarer Wangenauflage, mit Handspannung, mit Kompositschäften, die über orangefarbene Inlays verfügen, extra für die Drückjagd, mit kurzen Läufen, mit langen Läufen. Alles, was das Herz begehrt. Falls ihr Interesse an einer solchen Waffe habt, schreibt uns einfach eine E-Mail oder ruft uns an. Wir helfen euch natürlich gerne weiter. Auf meiner Bar ist mit Hilfe einer Picatinny-Schiene ein Aimpoint Mikro montiert. Ich habe mich für das Mikro entschieden, weil es sehr kompakt und sehr leicht ist. Und ich bin auf der Drückjagd sehr puristisch, so wenig wie möglich und so leicht wie es geht. Vom Aufbau her haben wir auch hier eine Abdeckung für unsere Batterie und dies ist auch gleichzeitig der Ein-Ausschalter. Nach vorne gedreht aktiviert sich der Leuchtpunkt und mit jedem Klick steigt die Intensitätsstufe des Leuchtpunkts. Nach hinten gedreht verringert sie sich. Jede Stufe ist hier auch mit einer Zahl markiert. Ich nutze meistens die Stufe 7 bis 9, je nachdem, welche Lichtsituation ich vorfinde. Ebenfalls verfügt das Aimpoint-Mikro serienmäßig über diese Flip-Up-Kappen, welche auch sehr praktisch sind. Beim Hunter hingegen erhaltet ihr solche Standardschutzkappen. Der weitere große Vorteil von solch einem Aimpoint ist, dass es völlig parallaxfrei ist und es völlig egal ist, welchen Augenabstand ihr habt. Das heißt, ob ihr leicht verkantet durchseht oder auch nicht, ob ihr ganz nah rangeht, weiter weg, je nachdem, wie gerade die Situation auf der Drückjagd ist, dort, wo der rote Punkt ist, dort fliegt auch die Kugel hin. Das ist bei einem Zielfernrohr nicht der Fall. Ihr müsst bei einem Zielfernrohr darauf achten, dass ihr euren Augenabstand einhält und dass ihr möglichst gerade durch das Zielfernrohr blickt. Beim Aimpoint ist das belanglos und es gibt euch somit eine sehr große Freiheit und eventuell auch den zeitlichen Vorteil, den ihr auf der Drückjagd benötigt. Wenn wir also euer Interesse an einer Browning Bar oder auch an einer Benelli Argo oder an einem Aimpoint Leuchtpunkt, wie sie erwecken konnten, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns in St. Ingbert bei Living Active besuchen kommt oder auch mal in unseren Online-Shop schaut oder auf unsere Facebook-Seite. Und bis dahin verbleiben wir mit einem kräftigen Waldmannsheil. Euer Markus von Living Active.